So, da sind wir wieder mal zu einem neuen Video und eigentlich wollte ich kein Video machen zu diesem Thema, aber ich habe mir, wie man sehen kann im Hintergrund, habe ich mir mehrere Videos mal angeschaut und mal zugehört, was die Generation X und Y und so weiter, was die meint über die Generation Z und ein bisschen auch mit meinem Bruder drüber gesprochen und habe mir so Meinungen eingeholt von verschiedenen Generationen und ich finde es sehr, sehr schade, wenn man sich 5 Stunden damit befasst und zu einem Ergebnis kommt, wo man sagt, hey, das, was die Medien zeigen, wie ARD, ZDF, Stern-TV und so weiter und so fort, das ist alles wieder mal einseitig. Also, ich mache hier erstmal ein kurzes Video. Da, weil ich mir gesagt habe, ey, ich bin Generation vor dem Z, Y, okay? Und ich habe für euch mal im Hintergrund eine Tabelle jetzt, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt ja sehen, da ist, ja, also da die Tabelle, was mit Generation gemeint wird. Und das ist zwar jetzt eine allgemeine Tabelle und es ist wieder sehr einseitig und die Menschen sind viel komplexer als diese Schubladendenken, aber sei es drum, der Mensch braucht halt irgendwo etwas, wo er sich halt festhalten kann. Und da haben wir jetzt dementsprechend das Problem. Die Statistiken sind jetzt nicht mit Überwachungskameras gemacht worden oder mit irgendwelchen Maschinen, die computergerechnet ausgerechnet haben, wie derjenige ist, sondern das sind alles nur Vorwürfe oder Stereotypen, eher gesagt, die halt, wie man weiß, Stereotypen nur halt auf eine Gesellschaft versucht runterzubrechen. Nichts davon, genauso wie im letzten Video wo über Till Lindemann, wo ich gemacht habe, nichts davon sollte man für bare Münze nehmen, okay? So, also Generation Z ist nicht faul. Das ist mein erstes Video dazu. Es kommen noch andere Videos, je nachdem wie dieses Video, ob das positiv ankommt oder nicht. Ne? Also erstens, Generation Z ist nicht faul. Da habe ich ganz andere Erfahrungen mit Generation Z-Leuten gemacht. Zweitens, der Generation Z ist bewusst, dass die Generation vor denen es schwer hatten, aber dass die nie was an der Situation geändert haben. Das heißt, dass der Stift nicht Stift heißt, sondern einen Namen hat, Vor- und Nachnamen, und dass derjenige immer noch ja, wie Dreck behandelt wird. Drittens, das Unternehmen leider nicht erwähnt ist, die Lohndumping-Geschichte. Die junge Generation ist bewusst, dass die Inflation einfach alles teuer gemacht hat. Das heißt, der dritte Punkt ist der jungen Generation Z ganz, ganz, ganz wichtig, ordentlich Geld zu verdienen für einen guten Job. Sei es ein Handwerkerjob, sei es ein Dienstleisterjob, es ist egal welcher, das Geld muss ausreichen, um für sich sorgen zu können und eventuell für die Familie. Denn die jungen Leute planen, die sind nicht mehr wie früher, wie wir von der Generation Y oder die anderen Leute. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Die planen halt alles, okay? Die machen sich Gedanken, so denken mal nach, was habe ich, was habe ich so linke, das ist so die Seite, was ich habe. Und auf der rechten Seite, also man, die machen richtig so Notizen, das, was ich nicht habe und was sind meine Ziele. So, und das hat man ja immer denen so gesagt. Also die Eltern haben der Generation Z gesagt, hey, ihr müsst planen. Ihr dürft nicht einfach so wahllos irgendwo in einen Job gehen, ihr dürft nicht wahllos irgendeinen Scheiß machen, also plant. So, jetzt planen die und jetzt hört man denen das, wirft man irgendwie denen das vor. Okay, also ist ein bisschen unlogisch. Dann haben wir den nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist ganz klar 4. Die Generation Z wird leider oft nicht verstanden, da das normal ist, da wir wiederum, wo wir in der Generation Y nicht von der Generation, ich glaube, war das X? X, glaube ich, verstanden worden. So, Generation X, ne, und so weiter. Das heißt,
weil man die Leute in einen Topf kehrt und weil man jeden Menschen sieht man die, den Wald vor den Augen, vor lauter Augen nicht. Das heißt, die Generation Z, die sind ganz genau bewusst, dass jeder gewisse Fähigkeiten hat. Und das tun die halt mitrechnen. Das tun aber die älteren Generationen, gerade die Unternehmenschefs, das sind meistens die Generation X, die tun das halt nicht sehen oder wollen das einfach gar nicht sehen. Oder das ist das Problem. Also wir haben ein Problem, dass das einfach gar nicht gesehen werden, der Betrieb will. So. Dann der letzte Punkt, und das war's dann erstmal vorerst von meinem Video, weil ich will es kurz halten. Falls mir was einfällt, falls euch was einfällt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Pro-Argumente und Gegenargumente, und dann kann ich wiederum dazu mein Video machen. Der letzte Punkt ist, und was ist mir sehr, sehr aufgefallen ist, die Generation Z hat erkannt, dass so wie jetzt die Inflation steht, so die Probleme steht, auch Klimawandel und so weiter und viele andere Sachen, die man hat, dass die nicht ignoriert werden sollen. Das heißt, die Generation Z sagt sich klipp und klar, wir werden den Scheiß nicht mitmachen, was ihr gemacht habt, vor uns und vor uns, sondern wir wollen das anpacken. Und das wollen die natürlich auch anpacken in Berufen. Das heißt, wenn jemand Maurer ist oder Maurer eine Ausbildung haben will, dann möchte er nicht einfach irgendwie mit einer uralten Methode noch vor 50 Jahren lernen, sondern möchte jetzt nun diesseits lernen, so wie es sein sollte. Genauso wie in dem Bereich zum Beispiel jetzt Dachdecker oder im Bereich zum Beispiel jetzt Fliesenleger. Es gibt neue Technologien und das wissen diese Leute, weil die sich schlau machen. Es gibt ChatGPT, es gibt Internet, die sind viel mehr Wissen, als ihnen eigentlich zugetraut wird. Was ich euch damit sagen will, die meisten Unternehmen behandeln einen Azubi, wie als wäre vor 30, 40 Jahren ein Vollidiot, okay? Jetzt kommt aber jetzt so ein Azubi rein, okay, in ein Unternehmen. Der kommt jetzt rein und sagt sich, warum machen wir das so, wenn laut dem Buch von 2023, ne, steht, man sollte die Fliesen so legen oder man hat diese Technik. Das heißt, die denken mit. Und das gefällt meistens den Leuten nicht, und weil die Menschen leider, so wie in der Tat, jetzt kommt ein bisschen meine jüdische Sichtweise auch, in der Tanach steht, dass die Luziferianer, also die helle Leute, und das sind sie, indem sie gegen jemanden kämpfen, bist du das einfach, ob du das abstreiten willst oder nicht, dass die Generation einfach sagt sich, nein, 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 nur ich habe recht und was du sagst, ist nicht richtig, weil du bist zu jung, ich habe keinen Respekt vor dir, ich bin der Ältere, du musst gehorchen, Heil Hitler, Heil Satan, so ist das. Ne? Und das wollen die meistens nicht präsentieren. In den Medien, ist mir aufgefallen, in den Medien wird nichts darüber geredet. Das Verhalten der älteren Generation, wie die sich gegenüber die junge Generation verhalten, und zwar richtig arschlochmäßig, das merken die gar nicht, das ist leider bedauernswert. Ja. Von daher, das war's erstmal zu dem Thema. Ich habe das mal durchgeschaut, schaue noch weitere Videos an, aber wenn ihr Fragen habt und so, und wenn ihr Argumente einbringen würdet, wäre, fände ich cool, also schreibt ruhig in den Kommentaren, was ihr davon haltet, von diesem Thema, was derzeit aufgegriffen wird, zur Generation Z, würde mich sehr, sehr interessieren. Und schreibt ruhig mal rein, welche eure Erfahrungen sind mit Unternehmen auch, wenn ihr Ausbildung machen wolltet oder als ihr zu einem Unternehmen einfach so jetzt zur Arbeit, wie waren die zu euch, wie haben die sich ausgedrückt, haben sie euch mit Respekt behandelt oder haben sie euch so behandelt wie, hey du kleines Baby, du bist jung, du hast sowieso nichts zu melden. Okay Leute, das war's von mir. Schreibt es in den Kommentaren rein. Bis zum nächsten Mal.